Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video möchten wir wieder in Shorts reinschauen und schauen, was uns hier das Internet vorspielt, was echt ist, was fake ist, und ich werde euch wieder hier ein paar Details zu den einzelnen Videos verraten, was hier zu sehen ist und was ihr hier noch dazu wissen müsst. Seid gespannt, nach dem Intro geht's wieder sofort los. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Unity, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, heute sind wir wieder mit einem weiteren Teil Flipper Zero Shorts dabei. Ich möchte nicht viel Zeit verlieren und wir starten sofort mit den ersten Shorts. Ja, krass, Flipper Zero entsperrt das Telefon. Ich selber habe ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie ein Flipper Zero ein Telefon entsperren kann. Natürlich ist das Ganze gefaked. Hier oben gibt es nochmal den Link zum Video. Und an der Stelle gibt es eine kleine Auffälligkeit. Und zwar sehen wir das an der Stelle, auch gerade hier im letzten Bild. Und zwar dieses BT. BT heißt Bluetooth. Wir haben hier einen Angriff. Quasi ein Bad USB-Angriff. Das heißt, ich habe auf dem Flipper Zero hier bereits Befehle vorprogrammiert und die werden nach dem Anstecken mit dem Gerät ausgeführt. An dieser Stelle nicht über physisches Kabel, sondern über eine Bluetooth-Tastatur. Bluetooth-Tastatur bedeutet aber, dass ich natürlich das Gerät davor mit dem Flipper verbunden haben muss. Das heißt, wir gehen hier mal ganz an den Anfang. Jetzt hier ist es zwar gesperrt, aber ist natürlich mit Bluetooth verbunden. Und an der Stelle sendet er jetzt den PIN-Code zum Entsperren per Bluetooth. Geht natürlich nicht, wenn das Gerät nicht vorher, wie gesagt, mit dem Gerät gekoppelt ist, also mit dem Flipper gekoppelt ist. Das heißt, es ist hier fake, weil das ist ein Angriff für Taschenspieler. Das heißt, es wird hier eine Illusion erzeugt, dass der Flipper Zero das Gerät entsperren konnte, drahtlos sogar, aber das Ganze ist gut vorbereitet und nur so funktioniert das Ganze. Ja, schauen wir uns das nächste Video an. Flipper Zero versus Door Lock. Who's gonna win? Notice here, I've got a lock. It uses a remote control. We told by the manufacturer on the box that it has an encrypted roll code. That means I shouldn't be able to capture the signal and replay it, but let's put it to the test. On the Flipper Zero, I can go to sub gigahertz, select that, and then select redraw. Now, before I do that, I will lock the lock. And what I'm going to do is I'm going to capture the unlock signal. I'm going to press record. So that's busy recording, and I'll press unlock. I've captured that signal now. So in theory, when I lock this lock, I shouldn't be able to unlock it using the Flipper Zero, but let's test it. So I'll send the signal. Notice door is unlocked. I'll lock it again. Send the signal using the Flipper Zero once again. I personally would be very careful buying devices such as this. Ja, was sehen wir hier? Ja, das System wirbt mit einem verschlüsselten Rolling Code. Das heißt, dass jedes Mal, wenn ich auf die Fernbedienung drücke, ein anderes Signal generiert wird. Das soll gegen diese Replay-Angriffe, also dass ich das Signal aufzeichne und wieder aussende, wirken. Was aber hier der Fall ist, ist, dass, wenn das Signal aufgezeichnet wird, was er jetzt hier nochmal vorführt, das heißt, er geht auf die Frequenz von dem Lock, 433,92 MHz, er drückt das Ganze, liest das Ganze als RAW-Aufzeichnung ein und
Danach startet er den Replay-Angriff. Das heißt, er hat jetzt einmal mit der Fernbedienung das Ganze gelockt und an der Stelle jetzt sendet er das aufgezeichnete Signal auf und es wird wieder entlockt. Das heißt, wir haben hier auch ein und das gleiche Signal zum Sperren und Entsperren. Das heißt, er drückt einmal auf die drauf und genau das gleiche Signal, was er eben aufgezeichnet hat, dient auch wieder das Ganze zu entsperren. Auch ganz lustig oder traurig, es gibt das gleiche auch bei Alarmanlagen. Das heißt, gerade so günstige Alarmanlagen, die man bei Amazon kaufen kann, nutzen auch hier eine Klartext-Transferierung von den Sperr- und Entsperrdaten. Das heißt, wenn der Einbrecher hier mit seinem Flipper Zero wartet, bis ich das Haus verlasse, drücke auf meine Fernbedienung und schalte die Alarmanlage scharf und komm wieder, drück drauf, tu sie unscharf machen und er ist jedes Mal dabei, dann kann er selber die Alarmanlage wieder scharf und unscharf schalten. Das heißt, er wartet, bis ich das Haus verlasse, ich mache die Alarmanlage unscharf, breche ein, räume die ganze Wohnung aus und danach verlasse ich das Ganze wieder, stell die Alarmanlage wieder scharf und es ist so, als wäre nichts passiert. Da ist es wirklich so, wie er hier auch in dem Video schon sagt, man sollte sich auch wirklich darauf verlassen, dass das stimmt, was der Hersteller sagt. Und Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, sagt ein altes Sprichwort. Und an der Stelle müssen wir hier wirklich sagen, dass es sich oft bewahrheitet, dass nicht die Sicherheit, die suggeriert wird, in der Praxis tatsächlich wirksam ist. Schauen wir uns das nächste Video an. One of the most common questions I receive about the Flipper Zero is to do with distance. How far away can I capture signals and transmit signals? There's been comments about, David, your demonstrations are bad because you always have a device right next to you, but that's because I'm recording something. But the point I want to make in this video is people such as Rabbit Labs have been creating amazing boards that allow you to extend the distances of, for instance, sub-gigahertz signals. This is the flux capacitor from Rabbit Labs, basically a CC1101 board that allows you to extend the range dramatically using, for instance, a small antenna like that or a very large antenna. I've actually purchased one from Etsy, but Rabbit Labs comes highly recommended by Talking Sasquatch. Lots of boards available for the Flipper Zero. Here's the official developer board. NRF boards are available as well. In other words, don't limit yourself to thinking that the distance of a Flipper Zero is limited by what the Flipper Zero can do. There are many boards out there that you can purchase, including fantastic boards from Rabbit Labs. Ja, das, was uns hier sagen möchte, ist, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass die Reichweite von Flipper Zero relativ schwach ist, sei es Infrarot, sei es der Funkbereich. Die ist relativ bescheiden, die Reichweite. Aber es gibt natürlich Erweiterungsplatinen, die ich oben am GPIO-Port anbringen kann. Ich selber habe mir hier zum Beispiel mal einen selbstgebauten Infrarotverstärker gemacht. Den werde ich euch auch mal in einem Video näher vorführen, weil ich kaufe nicht fertige Platinen, sondern ich beschäftige mich mit der Technik und habe mir einfach mal so einen Infrarotverstärker selber gebaut, wie der Ganze aufgebaut ist. Wie gesagt, man lernt da auch immer selber sehr viel mit dazu. Er ist wirklich hochwirksam, er geht über 20, 30 Meter ohne Probleme, im Gegensatz zum normalen Flipper, wo schon oft nach wenigen Metern Schluss ist. An dieser Stelle zeigt er uns einfach mal ein paar Erweiterungsplatinen und ich sage hier kurz ein paar Worte dazu. David, your demonstrations are bad because you always have a device right next to you, but that's because I'm recording something. But the point I want to make in this video is people such as Rabbit Labs have been creating amazing boards that allow you to extend the distances of, for instance, sub-gigahertz signals. This is the flux capacitor from Rabbit Labs. Basically a CC1101. Ja, also das erste, was er zeigt, ist der Sub-Gigahertz Verstärker. Das heißt Verstärker, externes Board. Der Vorteil von dem ist, dass ich hier eine externe Antenne dran schrauben kann. Ich habe mir auch da selber eingebaut und den werde ich euch auch mal im Video zeigen. Und es tut die Reichweite vom Flipper deutlich erweitern. Wenn man dann hier noch ein bisschen was an der Antenne macht, da kann man richtig eine richtig gute Sender- und als auch Empfangsempfindlichkeit erreichen. Ja, er zeigt ja verschiedene Antennen mit. Wir haben ja auch verschiedene Formate, was wir hier gerade davor gesehen haben. Jetzt ist es schon wieder weg. Das ist das Flipper
WLAN-Dev-Board. Ich habe hier auch eins rumliegen. Das kann man für die verschiedenen WLAN-Angriffe machen. WLAN stören wäre übertrieben, aber Geräte aus dem WLAN schmeißen, deauthentifizieren. Da gibt es auch einige Videos dazu. Und ja, schauen wir, was er hier noch hat. Wir haben, was das war. Das ist eine NRF-Platine, um Bad-USB-Angriffe zu machen oder Mouse-Check-Angriffe. Und auch da habe ich mir selber ein NRF-Extension-Board selber zusammengebaut. Das ist ganz interessant. Ich habe es auch kurz gesehen, dass das NRF-Board war. Ja, und dann haben wir auch für die verschiedenen WLAN-Boards auch noch entsprechende Erweiterungsplatinen, auch noch mit externer Antenne. Also da, wir haben es auch gesehen, von Rapid Labs ist ein Anbieter, aber es gibt da verschiedene Stores, die Erweiterungsboards anbieten für den Flipper Zero. Unterm Strich muss ich sagen, es ist schon eine sehr teure Angelegenheit, diese Erweiterungsboards, und jeder, der ein bisschen Technik interessiert ist, sollte sich mal wirklich mit dem Thema beschäftigen. Es ist gar nicht so schwer, das selber eine Erweiterungsplatine zu löten, und gerade zum Beispiel das CC1101 Board, also das Sub-Gigahertz Board, gibt es schon bei AliExpress für wenige Euro, kleine Leiterplatte dazu, zusammengelötet. Dann habe ich für unter 10 Euro hier ein Sub-Gigahertz Verstärker, der mich hier im Handel fertig zusammengebaut 20 bis 50 Euro kosten kann, ohne Probleme. Also, selbst ist der Mann. Okay, schauen wir mal zum nächsten Video. Ja. Ich mache das Ganze hier mal kurz auf Endlosschleife. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen, dass das Board und da ist oben was dran. Und damit tut er jetzt hier Ampeln steuern. Also rot, grün. Das Ganze ist natürlich totaler Fake. Bei dem Board handelt es sich ja um das Wi-Fi Dev Board. Das heißt, mit dem Board kann ich hier verschiedene Sachen mit WLAN experimentieren. Wir sehen jetzt hier oben, er hat da oben was dran gebaut. Und gerade hier oben an der Stelle gibt es auch keine Möglichkeit, da was anzuschließen. Ich drehe das Ganze mal um. Wir haben hier auf der Rückseite den Typenaufkleber. Und wir haben hier unten zwar eine Pinleiste. Ich drehe es nochmal um. Wir haben hier unten Pinleisten, wir haben da Pinleisten und wir haben da, also auch da Pinleisten. Aber wenn ich hier das Video auch mal kurz stoppe, sehen wir hier auch sehr gut, dass keine Anschlüsse an diese Pinleisten gelötet worden sind. Das heißt, dieses Board, was wir hier oben haben, hat keinerlei Verbindung zu diesem Wi-Fi-Board. Würde auch überhaupt keinen Sinn machen, selbst wenn ich hier die Pins durchschleife auf das obere Board, weil es macht einfach nichts. Wir sehen hier oben ist auch noch eine Antenne, nenne ich es mal. Ja, es schaut eher aus wie so eine Springfeder, die ich einfach in die Länge gezogen habe, damit es mehr ausschaut wie eine Antenne. Das ist ja auch einfach dran gebaut und es ist irgendeine ausgeschlachtete Platine mit einer Springfeder dran, sage ich mal, die hier oben irgendwie dran befestigt worden ist, und die Ampel schaltet in diesem Moment zufällig auf grün. Man sagt, natürlich war es der Flipper Zero, der hier dafür gesorgt hat, dass die Ampel grün wird, aber totaler Fake. Schauen wir mal weiter. It's not. Don't worry. What is that? Does it work? You asked for three, that's it. You bet. It didn't work. What? Ja, funktioniert nicht. Ja, ich wurde auch schon mal in einem Kommentar gefragt, ob das denn eigentlich funktioniert, wenn ich mit dem Flipper Zero eine Bankkarte kopiere, dass ich dann damit einfach bezahlen kann. Nein, natürlich geht das Ganze nicht, denn
Den Chip, den ich da auslese, da kann ich neben einer zufälligen UID, also einer Identifikationsnummer der Karte, nichts weiteres Spannendes auslesen. Ich kann mit dem Flipper Zero auch einstellen, dass ich Bankkarten auslesen möchte, dann liest er noch die Kartennummer, Verfalldatum, so ein paar Standardwerte aus, die aber in der Regel auch auf der Karte draufstehen, aber mit diesen Daten allein kann ich weder im Internet noch an einem Bankautomaten noch in einem Kartenterminal irgendwas damit Sinnvolles anfangen, denn beim Bezahlen wird immer auf den Chip zurückgegriffen und ich kann hier nicht mit einfach ausgelesenen Daten bezahlen. Das wäre ja viel zu einfach. Nein, die Karten sind wirklich sicher, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Schauen wir mal weiter. Ja, wie er schon gesagt hat, solche Videos sind natürlich fake. Ich kann keine Packstation mit einem Flipper Zero öffnen. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ja, was macht er hier? Er hat ja so eine Erweiterungsplatine mit einem ESP-Chip und wahrscheinlich Marauder-Firmware drauf. Und mit der kann ich unter anderem nach Bluetooth-Geräten scannen. Was er hier macht, er möchte nach Kartenskimmern scannen, die per Bluetooth kommunizieren. Kartenskimmer sind Geräte, die Daten vom Magnetstreifen einer Karte, ich habe jetzt immer so eine Beispielkarte dabei, auslesen sollen und an die Betrüger schicken sollen. Mit den Magnetstreifendaten soll man dann mit Kartendubletten auf Kosten des Karteninhabers dann Transaktionen durchführen. Funktioniert aber nicht mehr, weil, das ist jetzt nur eine Beispielkarte, ist hier nur so eine Club-Smart-Karte, wie bereits gesagt, die Transaktionen über den Chip laufen. Und die Chip-Transaktionen können nicht mitgelesen werden durch die Skimmer. Das heißt, ich kann zwar hier theoretisch, nehmen wir mal an, wir haben auf der PIN-Eingabe einen Skimmer draufsetzen, der einfach die Eingabe von der PIN mitliest, speichert und überträgt. Dann kann ich mit der PIN alleine nichts anfangen, weil ich habe die Karte nicht. Anderer Fall, ich lese Magnetstreifen aus ohne PIN. Ja, dann fehlt mir die PIN und ich habe den Magnetstreifen. Aber mit Magnetstreifen allein kann ich nichts anfangen, weil, wie gesagt, die Verarbeitung über den Chip läuft. Das heißt, dieses Thema Kartendubletten ist eigentlich schon seit ungefähr 10 Jahren tot, weil hier die Herausgeber, Mastercard und Visa hauptsächlich, auf das Chip-Only-Verfahren umgestellt haben. Alle, die nicht mehr über Chip verarbeiten oder noch über Magnetstreifen autorisieren, tragen selber das Risiko, wenn hier Missbrauch getrieben wird, dass die auf ihrem Schaden sitzen bleiben. Das heißt, dadurch zwingt Mastercard und Visa alle, eine sichere Chipverarbeitung durchzuführen. Das heißt, das Risiko, was eigentlich suggeriert wird mit Kartenskimmern, ist eigentlich tot. Vielleicht gibt es noch ein paar wenige Stellen in Amerika, die auf Magnetstreifentransaktionen beharren, aber die haben, wie gesagt, selber Schuld. Wenn hier Missbrauch getrieben wird, dann haften die, wenn nicht ordnungsgemäß über den Chip eine Zahlung autorisiert wird. Ja, ich hoffe, euch hat auch dieser weitere Teil von Flipper Zero Shorts gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch was dazugelernt. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche, auf jeden Kommentar einzugehen. Ja, ich würde mich auch wieder freuen. Daumen nach oben, abonnieren und Glocke drücken nicht vergessen, denn dann seid ihr auch wieder mit dabei, wenn es neue Videos rund um die IT-Security gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video mit dabei seid. Macht's gut. Ciao.